herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute aber mal aus einer ganz anderen Perspektive. Man sieht im Hintergrund so ein bisschen die Sammlung und noch die Vitrine mit den Mediabooks. Aber es hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich musste die Perspektive verändern, damit man überhaupt genug sieht. Denn es gibt heute ein Unboxing eines wirklich großen Pakets mit einem wirklichen Schatz darin, ne? Auf den ich auch schon sehr, sehr lange gewartet habe. So, hier ist es. Ja, und in dieser Kiste befindet sich die komplette Anolis Hammer Edition. Alle 20 DVDs, ich habe sie mir wirklich gegönnt. Das war alles andere als billig. Wie gesagt, 20 Stück. Das waren, glaube ich, jetzt 17 Euro pro DVD. Also ein ganz schönes Sümmchen, könnte man sagen. Und einige davon sind auch wirklich enorm preiswert gewesen. Allgemein würde ich das als preiswert bezeichnen, was ich hier bezahlt habe. Weil auch manche DVDs einzeln alleine schon teilweise für 50 Euro weggehen auf diversen Online-Plattformen. Filmunion zum Beispiel, da gibt es einige DVDs, die wirklich enorm teuer sind. Ja, aber gucken wir einfach mal rein. Der Verkäufer war auch sehr, sehr nett. Er hat das schnell losgeschickt, hier schön verpackt. Wunderbar. So, hier mit diesem Papier. Und hier haben wir dann auch schon... Oh mein Gott. Jetzt habe ich die Schere gar nicht hier. Oh, Scheiße. So. Hier haben wir das erste Paket. Ja, ich glaube, da muss ich das hier mal einmal schneiden. Wartet mal. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Schere hier. Muss mal gucken. Wo man hier überhaupt ansetzen muss. Mein Gott, wie viele Rollen hat er denn da rumgemacht? Aber gut, das muss auch so... Ah, oh, hier haben wir sie. Und auch nochmal verpackt. Ho! Mein Gott. Ich glaub's kaum. Okay, wir fangen... Meine Güte. Warte mal. Einfach weg damit. Erstmal wegschmeißen hier. So. Fangen wir mal hier oben an direkt. Hier haben wir The Witches. Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist die Nummer... 8. Habe ich noch nicht gesehen. Ah, perfekt. Das sind direkt so Schutzfolien. Ich dachte, die sind noch was weiß oder so, aber die kann man hier oben. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja. Die haben auch alle so kleine Also es ist jetzt kein Booklet, aber so kleine Informationen. Ist er von Terence Fisher? Ich weiß gar nicht, ob der von Terence Fisher ist. Mit Voodoo anscheinend irgendwie. Okay. Sehr, sehr schön. Das klebt sozusagen. Ach, das klebt noch so. Ah. Meine Güte. So. Wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr schön, weil auf die muss man natürlich auch aufpassen. Also ich glaube, die kriegt man relativ preiswert noch. So, wie gesagt, Nummer 8 war es gewesen. Dann kommen wir zu Robin Hood. Ich wusste gar nicht, dass die Hammer Studios auch so Robin Hood gemacht haben. Da habe ich auch noch keinen von gesehen. Da gibt es ja, glaube ich, 3 Stück oder so von. Regie. Okay, da kenne ich keinen von tatsächlich. Der Freiheitsheld, Nummer 09. Also muss ich sagen, innen bildet sich da noch so ein Bild, wenn man die alle nebeneinander hinstellt. Muss ich mal gucken. Okay.
Dann haben wir Nächte des Grauens, habe ich auch die Blu-ray hinten im Zombie-Regal. Ja, ist natürlich ein absoluter Klassiker. Von 1965? Der müsste von 1965 sein. Das Cover auch natürlich wunderbar. Wunderbar. Den müsste ich eigentlich mal wieder rewatchen. Das werde ich dann jetzt auch tun bei Gelegenheit. Sehr, sehr schön. Ah, wunderbar, wunderbar. Richtig geil. Richtig, richtig schön. Ist das eigentlich ein Alternativcover? Nee. Ja gut, aber die haben auch nicht die FSK-Zeichen da jetzt hingemacht. Dann ist es ja okay. Ich weiß ja gar nicht, wann die rausgekommen sind. Also, es wurde ja immer wieder gesagt, dass angeblich geplant sei, die neu aufzulegen. Mit weiteren Reihen. Man kriegt das hier wieder so schlecht zu, weil das hier wieder so klebt. Also Anolis plant angeblich, ich weiß auch nicht, die brauchen ja ewig, aber es ist ja auch logisch. Und mit den Lizenzen mit Hammer sei das angeblich momentan so schwer und so weiter. Ja, das kann man sich vorstellen. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal was kommt. Jetzt hat Anonis ja vor kurzem das Mediabook zu XX Unbekannt angekündigt. Das habe ich mir nicht geholt, weil das Geld ist natürlich hier schon. Also das hat hier schon so enorm gekostet, die Filme. Da kann ich erstmal auf weitere Hammer-Filme so ein bisschen verzichten. So, jetzt kommen wir noch zu einem Unbekannteren, der auch nicht zu Hammer so wirklich passt. Königin der Wikinger. Kenne ich nicht. Sieht mir nach so einem Sandalenfilm irgendwie aus, warum? Ich glaube, ich muss das Licht mal einmal umstellen. So. Mein Gott. Warum sind denn da so. Sind das Römer? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Das Cover sieht ganz nett aus. Das werde ich natürlich auch anschauen. Ist ja klar. Das war jetzt Nummer 11. Ja. Und dann kommen wir, glaube ich, zum besten Teil der Reihe. Da gibt es ja auch ein sehr, sehr schönes Mediabook, was ich mir eigentlich auch holen wollte. Ob ich mir das dann jetzt auch noch holen werde, ja, glaube ich eher nicht. Man muss den Film jetzt ja nicht wirklich zweimal haben. Das Grüne Blut der Dämonen, Quartermass Nummer 3, glaube ich, war es. Also das ist ein Film, der ist absolut wunderbar. Richtig schön. In diesem Cover hier. Ein sehr, sehr schöner Film mit diesen Außerirdischen. Oder dem UFO, welches man da in der U-Bahn findet. Ach, da haben sie sogar mehr. Ja, dann brauche ich das Mediabook nicht. Mein Gott, hier haben sie ja richtig viel. Ach, wunderbar, wunderbar. Das ist wirklich richtig geil. Also, das ist wirklich richtig cool. Das freut mich sehr. Das ist wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen, das ist wirklich eine, das ist fantastisch. Mir fehlen die Superlative bei dieser Collection. Die Hammer-Filme sind ja sowieso so teuer, Mediabooks und Blu-Rays kosten da alle. Auch die Blu-Ray von Nächte des Grauens, 20 Euro. Die sind halt auch, ja. Und die Quartermass Nummer 1, Feinde aus dem Nichts, den fand ich ganz okay. Der war jetzt nicht unbedingt sehr gut oder so, der war ganz nett. Nummer 19. Das ist so ein bisschen Körperfresser. Das ist so ein bisschen Bodysnatcher-mäßig. Da geht auch knapp eine Stunde 20 noch in Schwarz-Weiß. Aus den 50ern auch noch. Das Grüne Blut der Dämonen ist ja 1963 oder so, glaube ich. Ja, es ist der Wind. Ich weiß nicht, ob man den Wind im Hintergrund hört. Das ist ziemlich stark momentan. Sehr, sehr schön. Den gab es ja auch mal auf Amazon Prime. Hab ich den auch gesehen, aber. Sehr, sehr schön. So, ich glaube, das ist jetzt wirklich mein Schatz hier. Ja. So, dann haben wir, auch einer der, besten Veröffentlichungen, würde ich es mal sagen.
Die DVD alleine kostet schon 50 Euro mit Hildegard Knef. Bestien lauern vor Caracas. Auch ein ungewöhnlicher Film. Als ich ihn damals geguckt habe, hat er mir nicht so gut gefallen. Aber ich glaube, da hatte ich einen schlechten Tag gehabt. Deswegen ist jetzt hier ein Rewatch auf jeden Fall angebracht. Ja, das ist auch ein sehr, sehr cooler... Ich weiß gar nicht, warum er mir nicht so gefallen hat. Eigentlich hätte er mir absolut gefallen müssen. Lost Continent. Natürlich auch absolut wunderbar. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal rewatchen. Ich hoffe, dass er mir dann besser gefällt. Auch mit einem grenzgenialen Cover einfach. Kann doch nicht sein. Utopisch einfach nur nicht. Mein Gott. Ich glaube, ich schneide das raus am Ende. Na, dann mache ich eh nicht. Mal. Mein Gott. So, meine Güte. So. Eingepackt. So, dann haben wir auch einen Film, den ich noch nicht geschaut habe, wo ich mich auch drauf freue. Rasputiner Wahnsinn, gemeint mit Christopher Lee. Ich glaube, ich packe den jetzt nicht aus, das dauert zu lange. Obwohl, das ist ja ein Unboxing, ne? Mad Monk. Ah, sehr, sehr cool. Also allgemein, diese typischen Christopher Lee-Filme sind ja hier gar nicht so vertreten. Also ich glaube, es gibt zwei Frankenstein-Titel, wenn ich mich nicht irre. Frankenstein, Schufa und Weib ist hier, glaube ich, auch noch drin. Aber ansonsten diese ganzen Christopher Lee-Geschichten und Terence Fisher-Geschichten, also praktisch die Dracula-Reihe und die Frankenstein-Reihe, die haben ja beide zusammen alleine auch schon, weiß ich nicht. Die kommen doch beide zusammen auf mindestens 15 Filme, wenn nicht sogar 20. Und die sind hier gar nicht so vertreten. Da, die Reihe werde ich auch irgendwann vervollständigen, aber das dauert auch Ewigkeiten und ist natürlich auch extrem teuer. Hier haben wir Teil 1, oder war das Teil 1? Ne, das ist Teil 2 der Quatermass-Trilogie. Habe ich auch schon gesehen. Wo ist denn das? Das ist so ein bisschen Rakete 510. Da fliegt halt ein Wissenschaftler in den Weltraum und kommt mutiert zurück und mutiert zum Alien-Tentakelviech und läuft dann da durch London und tötet die Leute. Das ist doch der Auftakt zur Dr. Quatermass-Trilogie. Ich dachte, das ist der erste. Naja, okay. Auch schön, meine Güte, das ist ja ein richtiges Mediabückchen sozusagen. Ja, die werde ich auch auf jeden Fall rewatchen. Also, das ist klar. So, dann haben wir Sklave der Amazonen. Den kenne ich auch nicht. Das ist auch eher so Abenteuerfilm. Das sieht ja auch ganz, ganz nett, sage ich mal. Ganz nett. So. Ha, hier. Um es gleich vorwegzunehmen, der Sklave der Amazon gehört sicherlich nicht zu Hammers Meisterwerken. Das würde ich auch so sagen. Ich habe den zwar nicht gesehen, aber da kommt auch nicht so Hammer-Feeling auf, glaube ich. Das haben sie im Zuge der, ja, weiß ich nicht, als sie mehr Budget zur Verfügung haben, haben sie da andere, aus anderen Genres Filme gemacht. Um größeres Publikum anzusprechen und so. Aber ja, Hammer-Filme sind ja nie wirklich schlecht. Also zumindest nicht
zu ihrer Hochkonjunktur in den 60ern. So, da haben wir die ersten 10 durch und dann kommen wir zum zweiten Stapel. Dann schiebe ich mal an nach hinten. Ah, guck mal hier. Ah, ach doch, der ist hier doch dran. Okay. Das ist Teil 2. Ach, guck mal, da haben sie auch ein Mediabook. Ach, richtig schön. Da spare ich mir dann Mediabook. Ist das Teil 2? Zum ersten Mal ist der düstere und unheimliche Teil der Dracula-Saga. Ist das Teil 2? Ich weiß es nicht. Muss ich mal nachgucken. Ich kenne die Reihenfolge gar nicht. Der erste Teil ist der Fluch. Nee, das war Fluch von Frankenstein. Habe ich ja als DVD. Weiß ich gar nicht. Ja, das Cover ist natürlich großartig. Nee, das ist der dritte Teil, glaube ich. Der zweite Teil ist Bride of Dracula anscheinend. Naja, muss ich mich mal ganz mit beschäftigen. Ab 12? Ja, das gibt's ja nicht. Ja, das ist ja. Also sehr, sehr schön. Das ist mal wieder unglaublich. Ach. Also da hat der Verkäufer das wirklich absolut wunderbar gemacht. Da kann man sich nicht beschweren. So, dann kommen wir zum weiteren Robin Hood Film. Ah, und da sehe ich auch schon gleich einen weiteren wunderbaren Film. Ja, erstmal hier Robin Hood. Ja, ich glaube, den packe ich jetzt nicht aus. Da muss ich jetzt nicht rumwurschteln. Nummer 05. Wie lange geht der? 74 Minuten sogar nur, meine Güte. Well, guess. Hat er nicht auch den Schneemenschen gemacht? Genau, dann kommen wir auch direkt zum Schneemenschen mit... Einer der ersten Auftritte von Peter Cushing, wenn ich mich nicht irre, aus dem Jahre 1956, glaube ich. Auch ein schöner, atmosphärischer Film, so. Hier sieht man ihn noch ganz jung, mein Gott. Ich hoffe, von dem gibt es gar kein Mediabook. Also die DVD alleine anzünden ist schon auch sehr, sehr teuer. Man sieht den Yeti im ganzen Film kaum. Also, das hat wirklich mehr Atmosphäre als irgendwelche Schockeffekte. Und das ist einer der Stärken. Ja, im Hintergrund sieht man ihn hier, den Yeti, der Schneemensch kommt, oder Yeti, nur der Schneemensch. Das kann ist das Himalaya. Ja, gut, da muss ich irgendwie sagen, Yeti, der Schneemensch kommt, ist irgendwie verurteilt und wäre noch ein bisschen besser. Naja, aber da geht's ja gar nicht drum. So, da haben wir Wagons of Shi, die Herrscher der Unterwelt. Ich glaube, da gibt's einen aus den 1930ern und halt das Remake. Da gibt's ja auch ein Mediabook von. Das auch irgendwie wieder 40 Euro kostet oder so. Ich weiß nicht. Da habe ich überhaupt keinen. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Wo geht's denn da? Ein Zufall scheint die blonde Körbes. Ah, lese ich mir jetzt nicht durch. Das lese ich mir nachher durch. Jetzt würde ich erstmal hier noch durch weitere Filme anschauen. Ja, das ist in der, im Regal natürlich ein Glückfang. Auch in so einer guten Qualität. Hier sind keinerlei Schäden dran. Die sind alle perfekt. Und dann das schwarze Reptil. So, auch
ein schön atmosphärischer Film in den Requisiten oder in derselben Umgebung wie Nächte des Grauens. Die wurden ja beide 1965 gemacht, beziehungsweise wurden die beide ziemlich zeitnah heruntergekurbelt. Den werde ich auch mal rewatchen. Weil ich glaube, den habe ich auch ein bisschen zu wenig gewürdigt, sage ich mal. Ja, hier ist auch sehr schön. Da haben sie eine schöne Maske gemacht, tatsächlich. Der ist zwar eher langsam, der geht ja auch anderthalb Stunden knapp. Und bis man das schwarze Reptil sieht, vergeht relativ lange Zeit. Aber der hat eine schöne Atmosphäre und baut ganz gut Spannung auf. Werde ich definitiv auch mal wieder rewatchen. Wir werden nicht alle rewatchen. Ja, wenn man die Zeit hat. So, Frankenstein schuf ein Weib. Ist das nicht der letzte Film sogar? Ah, Terence Fisher. Ist das der letzte Film der Frankenstein-Reihe? Ja, ich muss erst die anderen mir alle anschauen. Ich will die chronologisch gucken. Ja, da gab es ja auch am Ende von Dracula Jagd Minimädchen und so einen Quatsch mit Hippies oder was. Ja, das war aber auch schon, als Hammer im Sterben lag, irgendwie 1917. Ich glaube, 1975 haben sie ja dann Schluss gemacht. Ich muss auch dazu sagen, solche Filme gibt es halt heutzutage nicht mehr. Ne? Also nichts Vergleichbares. So. Dann kommen wir zu einem weiteren Film, den es auf unserem Prime gab, den ich aber noch nicht gesehen habe. Captain Kronos Vampirjäger Nummer 12. Warum ist denn das durcheinander? Sag mal. Es ist so Degenfilm, so ein Vampir-Degenfilm irgendwie. Auch sieht nett aus, aber auch nicht einer meiner Favoriten. Einer meiner Favoriten, auf die ich mich sehr, sehr freue, ist die beiden Filme jetzt hier, meine Güte. Der Fluch der Mumie, da freue ich mich wirklich drauf. Das Cover sieht richtig cool aus. So einen schönen Mumienfilm in Ägypten. Das freut mich richtig. Die Mumie ist ja sowieso unterrepräsentiert im Horrorfilmbereich, sage ich mal. Und da freue ich mich wirklich richtig drauf, den zu gucken. Ist auch ein Terence Fisher. Durch. Ja, hier, das ist das Cover des Mediabooks. Ja, sehr schön. Da freue ich mich doch. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Das ist eine der besten Investitionen, die man machen kann, glaube ich. Als Hammer-Fan oder als Fan alter britischer Horrorfilme kommt man da einfach dran vorbei, würde ich sagen. So, dann kommen wir zu einem weiteren äußerst interessanten Film. Nämlich The Devil Rides Out, beziehungsweise... Jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein. Wie hieß denn der auf Deutsch? Weiß ich jetzt nicht. Der kam ja mit diesen... Hexenfilm hier, der Hexenjäger von Vincent Price. Der hat ja diese ganzen Hexenfilme, Kult, also Hexensabbatfilme, sage ich mal, wenn man das so sagen könnte, ja, aufgefacht, sage ich mal. Dann kam ja relativ viele solcher Filme und einer davon ist halt der hier. Und der soll so ein bisschen abstrus sein anscheinend. Oder angeblich, habe ich gehört. Aber da freue ich mich definitiv auch drauf. Aber mit Christopher Lee natürlich auch. Das war mir entfallen. War das? Nee. Oh mein Gott, da hat er sogar einen Bart. Das sieht ja immer ganz anders aus. So, und dann sind wir auch schon am Ende. Also gleich zumindest. Leider, ich könnte es ewig machen. Ewig Hammerfilme auspacken. Geh doch mal. Oh mein Gott. So.
diese, die kriegt man da nicht wieder rein. Das ist furchtbar. Das ist noch. So. Aber ich will natürlich schon gesichert haben. So, wir kommen zum letzten. Frankensteins Höllenmonster. Ist das das letzte gewesen? Ja, ich glaube, das ist der letzte gewesen. Da hat nämlich auch schon Christopher Lee halt mal mitgemacht. Das war dann, glaube ich, auch mal irgendwann zu viel. Ja, da hat Christopher Lee irgendwie so eine komische Perücke, glaube ich, wo er sich auch drüber beschwert hat. Ich verstehe nicht, warum sie nur einzelne Titel davon gemacht haben. Fontaine Swisher, aber. Ja, 1970 irgendwie sowas. Ja, das ist der letzte. Aber da war die Zeit des klassischen Gothic-Horrors halt auch schon vorbei. Und war das sogar Terence Fishers letzter Film? Könnte sein. Na, ja, es geht schon wieder nicht. Es hat sich schon wieder verwurstelt. So. Dann müssen wir jetzt erstmal sortieren. Da irgendwie etwas durcheinander. So, ja, jetzt hat's geklappt. Ha. So, jetzt sieht man's hier, Hammer Edition steht unten in so einem schönen Schriftzug. Ja. Also wenn das nicht... Wenn das nicht das höchste der Gefühle ist, dann weiß ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Absolut wunderbar. Und mit diesem schönen Bild bedanke ich mich bei allen, die zugesehen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Edition findet, wie ihr Hammer-Filme im Allgemeinen findet. Und was euer Lieblings-Hammer-Film ist oder so, keine Ahnung, gebt gerne ein Like und ein Abo. Das sage ich ja sonst nie, heute mache ich es aber mal. Und mit diesen Worten, mit diesen Bildern, sage ich nun endgültig Ciao bei diesem längsten Video, was ich jemals gemacht habe.